Oldenburger, liebe Oldenburgerinnen, ich darf Sie zu einer neuen Folge von Nachdenken mit Jaspers Dialoge zur Zeit begrüßen. Heute im Studio nicht ein Gast, zwei Gäste, Grigori von Leites, Michael Lahr, zwei weitgereiste Männer, die zum einen in Berlin leben, aber auch in New York und gemeinsam eine Kultureinrichtung seit 40 Jahren leiten, organisieren. Und ich freue mich, dass Sie heute im Studio sind. Vielen Oldenburgern sind Sie keine Unbekannten. Sie haben schon oft aus dem Karl-Jaspers-Haus auch Veranstaltungen durchgeführt. Seit fast 10 Jahren haben wir eben schon im Vorgespräch uns überlegt. Und ich möchte anfangen mit Ihnen, Herr von Leites. Sie waren als Theatermann, als Kunsthistoriker früh in New York in den späten 70er Jahren, haben 1983 Elysium Theater Company gegründet. Können Sie uns verraten, was es damit auf sich hat? Was haben Sie damals als jüngerer Mann in New York getrieben? Was habe ich getrieben? Ich war eingeladen von Lee Strasberg, zum Exit-Studium zu kommen. Und ich hatte ihn 1978 während seines Workshops hier in Bochum kennengelernt. Und er sagte, kommst du doch nach New York? Und das hat mir so gefallen. Das hat noch nie jemand so schnell zu einem gesagt. Und dann bin ich nach New York, das ist ja da drauf gekommen. Und Lee Strasberg war nicht in New York. Er war bereits in Los Angeles. Dann kam ich nach Los Angeles und dann sagte er zu mir in Los Angeles, kommen Sie doch im Dezember nach New York, da bin ich in New York. Na, dann bin ich nach New York gekommen, 1979, am 22. Dezember. Ich weiß es ganz genau. Und ja, und dann bin ich in New York gelandet im Actors Studio und habe dann eben Leute kennengelernt. Das war ja, man lernte ja die Creme de la Creme des amerikanischen Theaters dort kennen. Dann lernte ich Maria Piscato kennen, Hans Saal kennen, die deutschen Emigranten alle. Und dann stellte ich fest mit einem jungen Assistenten, Henry Alford, der jetzt heute für die New York Times schreibt und solche Zeitungen und Bücher schreibt. Dieser junge Mann war damals Regieassistent in dem Stück Buried Child von Sam Shepard und ich spielte Tilton gerade. Und da sagten wir beide, stellten fest, dass wir in Europa all die amerikanischen Autoren kennen, die Amerikaner aber keine deutschsprachigen Autoren kennen. Und da sagten wir, warum machen wir nicht eine Theaterkompanie, die eben deutschsprachige Stücke in Englisch vorstellt. Und so ist die Theaterkompanie, Elysium Theaterkompanie, 1983 gegründet worden. Sie haben dann Stücke von Goethe, von Hofmannsthal, Goethe, von anderen. Stella von Goethe war die Erstaufführung, die wir gemacht haben. Schön. Und es war die amerikanische Erstaufführung sowieso. Kein Mensch hatte vorher Stella von Goethe aufgeführt. Ja, und dann haben wir eben viele Stücke, Torini, Bauer, Felix Mitterer, all die modernen, jungen österreichischen Autoren. Wie hast du dir das vorzustellen? New York, Manhattan, wo Sie lebten, Südmanhattan, ja. Gab es da kleine Theater? Wie läuft das ab? Wie kann man einen kurzen Einblick für unsere Zuschauer? Ja, Theater, wie wir sie in Deutschland kennen, mit einem Intendanten und das Feste Haus, ja. Das gibt es nicht. Es gibt Gruppen. Mhm. Es gibt, wenn wir uns entschließen würden, etwas zu machen, und dann mietet man sich ein Theater. Es gibt richtig eine Industrie von Leuten, die Theater besitzen. Und deren Theater mietet man dann eben für diese Zeit, wo man ein Stück aufführen will. Und das war eben, ich habe versucht, ein Ensemble aufzubauen. Und wir hatten dann durch das Deutsche Haus, durch Professor Sander damals die Möglichkeit, hatten wir zweimal in der Woche, konnten wir uns treffen zum Training. Das war eine tolle Angelegenheit schon mal. Das hatte man normalerweise nicht. Und dadurch hatten wir auch wirklich eine Gemeinsamkeit entwickelt. Und ja. Und Sie mussten wahrscheinlich doch auch finanziell irgendwie Sorge tragen, dass diese Theaterproduktionen laufen können. In Amerika geht ja nichts ohne Geld. Wie haben Sie das damals schon gemacht? Wie passiert sowas? Wenn gesammelt, man da gesammelt. Ich habe ziemlich schnell gelernt. Also ich weiß noch ganz genau, wie ich dann sozusagen Artistic Director wurde. Da habe ich natürlich auch gedacht, wie ein Intendant in Deutschland, da ist dann hinter uns steht eine Organisation, die uns das Geld gibt. Nichts war da. Wir mussten selbst sammeln. Und ich musste Fundraising-Reden halten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war, hat für Nathan den Weisen, habe ich, das wollten wir aufführen, habe ich diese Rede gehalten. Da sagte Professor Sander zu mir, das war ein sehr guter literarischer Vortrag für die Universität, aber nicht für Fundraising. Und für Fundraising, ich habe nur $20 eingenommen an dem Tag. Das heißt, Sie haben Lehrgeld bezahlt? Ich habe sehr viel Lehrgeld bezahlt, weil Sie müssen die Leute bewegen.
Sie müssen die Herzen öffnen. Mhm. Und dadurch öffnen sie das Portemonnaie. Und nicht einfach nur sich darstellen, was sie alles wissen. Also akademische Vorträge waren nicht das, was gefragt ist. Nein, das ist schon gefragt, aber für ein anderes Publikum, ja, für eine andere Situation, nicht für Fundraising. Herr La, Sie sind ja akademisch auch in Deutschland ausgebildet als Philosoph und Pädagoge und sind 10 Jahre später zu Elysium gestoßen und haben mit Ihrem Lebenspartner zusammen der ganzen Sache mit einer neuen Ausrichtung gegeben. Das heißt, seitdem auch Elysium Between Two Continents. Wenn Sie das unseren Zuschauern hier in Oldenburg beschreiben sollten, wie hat sich die Arbeit von der reinen Theaterarbeit, diesen ersten Jahrzehnt ja war, zu dem entwickelt, was Sie heute machen? Was ist sozusagen Ihr Programm und wie waren die Akzentverschiebungen? Als ich dazu kam, haben wir uns relativ schnell entschlossen, das Ganze eben umzumodeln und dem auch einen neuen Namen zu geben, Between Two Continents. Und das ist durchaus wörtlich gemeint, weil wir tatsächlich unsere Saison zwischen zwei Kontinenten aufteilen, zwischen Amerika und Europa, mit einem Sitz eben nach wie vor in New York und dann in München, beziehungsweise heute Berlin. Und dann haben wir eben gedacht, wenn wir so eine Saison machen, das Ganze muss einen roten Faden haben und haben jedes Mal versucht, in einer Saison uns ein Thema zu geben, das den roten Faden bildete, das alles verknüpfte. Und weil schon im Vorfeld bei der Theaterkompanie das Exil, die Begegnung mit den Exilanten, mit den Emigranten, die von den Nazis geflohen waren, so eine große Rolle spielte, wurde das irgendwie ganz natürlich ein inhaltlicher Schwerpunkt auch. Also von Anfang an, seitdem ich dabei war, haben wir dann eben ganz systematisch Künstler präsentiert, die von den Nationalsozialisten verfolgt, mundtot gemacht, zum Teil ermordet waren. Wir haben tatsächlich angefangen mit Musik und Literatur aus den Konzentrationslagern und dann in einem nächsten Schritt das erweitert auf Menschen, die rechtzeitig sich in Sicherheit bringen konnten und im Exil weiterlebten und von dort künstlerisch tätig waren. Und weil eben dieses Between Two Continents natürlich dann auch ein Wechsel zwischen zwei Sprachgebieten war, mhm, haben wir uns auch von Anfang an entschlossen, die Musik da einzubeziehen, weil das eine Sprache ist, die man irgendwie über Sprachgrenzen hinweg versteht, mhm, und die ein sehr integrierendes Element ist an sich. Sie sprachen von den Exilanten, Sie auch schon, Herr von Leites, und eine Exilantin, die sozusagen auch ja eine zentrale Figur war in dem deutschen Exil dort. Es lebten ja sehr viele Exilanten in Manhattan, auch war Christiane von Hoffmannsthal-Zimmer, die Frau des Indologen, des Jaspers-Kollegen in Heidelberg, Heinrich Zimmer, Tochter von Hugo von Hoffmannsthal. Sie haben sie relativ früh in ihren frühen Jahren kennengelernt, hat ja auch eine Art Salon dort gehabt. Können Sie uns da was zu vermitteln? Wer war Christiane von Hoffmannsthal in New York? Ich muss sagen, wie ich es das erste Mal, ich habe sie ja sehr oft im Deutschen Haus gesehen. Sie kam auch zu unseren Veranstaltungen. Das war ein Veranstaltungsort, so. Das Deutsche Haus in New York. Das Deutsche Haus ist von der New York University, von Professor Sander gegründet. Mhm. Das war ein Haus in einer sehr schönen Wohnzeile neben der Universität. Und das Haus war frei. Und Sander war ein Mann, der mit einer Vision war. Und der hat dieses Haus übernommen, um dort eben neben dem Goethe-Institut ein Zentrum aufzumachen, wo Menschen zusammenkamen, über deutsche Literatur sprachen. Er hat uns zum Beispiel dort eingeladen, Theater zu machen. Ich habe dort Tanke Dors aufgeführt. Die jüdische Frau wurde dort aufgeführt. Also der Sander war ein ganz spezieller Mann. Und der musste auch Geld sammeln für dieses Haus. Der fuhr immer nach Bonn im Sommer, um Geld zu holen. Also der war auch sehr gut da drin im Grunde genommen. Und da kam auch die Christiane Zimmer, kam sehr oft dort zu den Veranstaltungen, da habe ich sie dann erlebt. Sie war sehr bescheiden. Mhm. Es war eine Frau, die man, wenn man sie so erlebte, einfach so eine Aura von Bescheidenheit und eine Dame war sie einfach. Das, was man sich. Also eine alteuropäische Dame, kann man sagen. Alteuropäische Kultur war sie. Also das ist, man muss auch mit der Dame vorsichtig sein, weil Dame haben ja Leute auch so unterschiedliche Vorstellungen, was eine Dame sein könnte. Mhm. Das war eine zarte Figur in meinem Leben im Grunde genommen. Und ich, das kam der Situation, kam die Situation, sie hat ja jeden Sonntag ein offenes Haus bei sich gehabt, wo sie wohnte, konnten Leute kommen, sie besuchen und so. Da gab es einen
Art von offenem Brunch bei ihr. Und dann hat sie junge Schriftsteller aufgenommen, Leute, denen sie ein Stipendium gegeben haben, die haben dann bei ihr auch zeitweise gewohnt. Mhm, also das habe ich also nicht so sehr nah miterlebt, aber ich wusste davon. Aber dann gab es den Moment, dass ich eben Thurn Tod aufführen wollte. Ein Stück ihres Vaters. Und ich auch die Rechte brauchte natürlich. Und auch nach einer Übersetzung suchte. Von Herrn Hamburger gab es eine sehr gute Übersetzung. Michael Hamburger, ja. Der hat fast alle Hofmannsthal-Sachen. Das heißt, ein Exilant, der in England war. Und hat alle diese Hofmannsthal-Sachen übersetzt. Und dann hat sie das alles vermittelt auch. Und dann habe ich sie getroffen. Da sind wir beim Chinesen gegenüber zum Essen gegangen. Und das war eigentlich die schöne Begegnung mit ihr. Wie sie irgendwann sagte sie zu mir im Gespräch, ja, Papi war so arm und ich bin so reich. Das war so eine Feststellung von ihr. Wegen der Tantiemen, die sie dann... Ja, die hat ja die Tantiemen, diese Opern wurden ja überall, nicht die Theaterstücke. Da war sie sehr glücklich, dass wir dieses Theaterstück aufführten. Und das anlässlich wie 19. Jahrhundert im Museum of Modern Art. Und da war ja die Situation, dass eben... das alles fast verboten nicht statt hätte finden können, weil die Waldheim-Affäre gerade war. Und dann wollte man diese Ausstellung nicht bringen, dann wollte man dieses Stück nicht, rief mich die Leute an, dass sie ihre Zusagen der Finanzierung zurücknehmen. Und dann habe ich mir gedacht, das geht nicht, den Hofmannsthal kann man nicht absetzen. Und dann habe ich zu den Leuten gesagt, das ist ja wirklich fast böse gewesen eigentlich. Also nicht sehr, aber ich habe mich gedacht, das ist wichtig. Der muss aufgeführt werden. Da habe ich gesagt, wissen Sie, was Sie tun? Wenn Sie den Hofmannsthal jetzt nicht aufführen, machen Sie das Gleiche, was Hitler tat. Der hat auch Hofmannsthal sofort runtergenommen. Und dann haben die Leute gesagt, nein, dann lassen wir Ihnen das Geld. Und dann habe ich auch dieses Stück aufführen können. Die Ausstellung kam auch, weil die hat der Herr Lore, was heißt denn? Ralf Lauder hat die Ausstellung, der war damals Herr Botschafter für Amerika gewesen, hat diese Ausstellung organisiert und die Ausstellung kam auch. Also das Ganze fand statt und hatte auch einen wirklich schönen Erfolg, das muss ich ganz ehrlich sagen. Schön. Also ich bin sehr dankbar dafür und auch die Zeitungen schrieben darüber, wie wichtig das war, dass deutsches Drama auf einmal wieder präsentiert wurde. Jetzt haben wir von Christiane Zimmer gehört, von Maria Piscator, beides Damen aus Österreich und Österreich spielt ja eine große Rolle in der Kultur. Salzburger Festspiele, Sie beide wollten ja eigentlich 2020 kommen, 100 Jahre Salzburger Festspiele, hier mit einem Kulturprogramm, einem Feature zu den Umständen, zu den Künstlern uns vorzustellen. Hofmannsthal war ja eine zentrale Figur in der Gründungsphase. Das hat aufgrund von Corona nicht klappen können. Jetzt sind Sie zum Glück im Moment hier in Oldenburg. Wir haben dieses Gespräch heute und ich dachte in der Vorbereitung, es wäre doch schön, wenn Sie den Zuschauern zu Hause, den Zuschauerinnen, auch ein Stück das Programm Ihrer Art des Programmes, wie Sie es pflegen, vorstellen könnten. Herr Lack, könnten Sie gleichsam ein Stück durchs Programm führen, einen Ausschnitt Ihres Programmes 100 Jahre Salzburger Festspiele? Das wäre wunderbar. Sie haben die Bühne sozusagen. Sehr gerne. 2020 wäre genau eben das Jahr gewesen, in dem vor 100 Jahren die Salzburger Festspiele zum ersten Mal stattgefunden haben. Und aus dem Anlass haben wir damals überlegt, etwas zu machen. Und schon in den letzten Jahren ist in Salzburg selber auch der Gedanke wieder in den Mittelpunkt gerückt worden von der Festspielleitung, dass damals 1920 die Festspiele gegründet worden sind, um wirklich einen Akzent zu setzen für den Frieden in Europa nach dieser Katastrophe des Ersten Weltkrieges. Friedenswerk im Herzen Europas, Lebensmittel für die Seele, das ist der Titel, den wir diesem Programm gegeben haben. Genau. Und Max Reinhardt war einer der Gründer der Festspiele zusammen mit Hugo von Hofmannsthal. Das ist der berühmte große Regisseur. Der große Regisseur aus Berlin, der dann eben schon im Jahr zuvor sich in Salzburg ein Schloss gekauft hatte, Schloss Leopoldskron, und das wieder herrichten ließ. Und zwar deshalb, weil er 1893 seine erste Station außerhalb Wiens am Salzburger Theater hatte und sich damals schon verliebt hat in diese Stadt, in den Barock dieser Stadt, in die Verspieltheit dieser Stadt. Und wir hören jetzt gleichsam zwei Texte zu Beginn.
Einen, in dem Max Reinhardt sozusagen beschreibt, warum Salzburg die ideale Kulisse für dieses Festival ist und auch die Wichtigkeit der Kunst nach dieser Katastrophe des Krieges. Und dann einen zweiten von Josef Roth, der ja als Feuilleton-Journalist in Berlin jahrelang tätig war und dort eben die Lazarette besucht hat und einfach einen sehr plastischen Eindruck gibt von dem, was dieser Krieg angerichtet hat und in welcher Atmosphäre sozusagen dann damals wieder Kunst gemacht worden ist. Bitte. Max Reinhardt. Ich glaube, dass Salzburg dazu berufen ist, ein Wallfahrtsort zu werden für die zahllosen Menschen, die sich aus dem blutigen Groll dieser Zeit nach den Erlösungen der Kunst sehnen. Gerade dieser Krieg hat bewiesen, dass das Theater nicht ein entbehrlicher Luxus für die oberen 10.000, vielmehr ein unentbehrliches Lebensmittel für die Allgemeinheit ist. Vor Beckers Türen drängte sich die Menge kaum stürmischer als zu Theaterkassen. Josef Roth. Es gibt immer noch ungefähr 20 verwundeten Lazarette in Berlin. Und in den 20 Berliner Lazaretten leben, das heißt, quälen sich, jammern etwa 2500 Kriegsverwundete, sehen sich fruchtlos nach Glück und Gesundheit, verlorenen Gliedern und nach der Zeit, wo es noch keine Felder der Ehren, sondern nur solche der Ähren gab, auf denen Brot wuchs und keine Grabkreuze. Ich war im Garnisonslazarett bei den Kriegsbeschädigten. Wisst ihr, was das sind? Kriegsbeschädigte? Es sind Menschen, die Gott nach seinem Ebenbilde schuf und die dann der Krieg nach seinem Ebenbild umarbeitete. Hier siehst du die Fratzen der großen Zeit. So sah der Krieg aus. Das Kinn ist weggeschossen und Nase und Oberlippe hängen frei in der Luft. Oder nur ein halbes Kinn fehlt und dafür eine Nasenhälfte der Lange nach. Und quer durch das Gesicht fuhr eine Granate spazieren. Und ihr Führungsring blieb im Ebenbilde Gottes haften. Oder irgendeinem fehlt der Mund. Die Lippen fehlen, mit denen er küssen, flüstern konnte. Nur die Lippen. Die Bühne für den Jedermann in Salzburg, der vor dem Dom gespielt wurde bei den ersten Festspielen, wurde gebaut aus Brettern, die einige Jahre davor genutzt wurden, um das größte Kriegsgefangenenlager im Salzkammergut zu errichten. Auch das ein unmittelbarer Bezug des Krieges sozusagen zu den Anfängen der Festspiele. Ursprünglich hatte Hofmannsthal und hatten beide, Hofmannsthal und Reinhardt, die Idee, das große Welttheater, das große Salzburger Welttheater aufzuführen. Das war ein Stück, das Hofmannsthal geschrieben hat. Das wurde aber nicht rechtzeitig fertig und so hat man dann diesen Kompromiss genommen und
In dem ersten Jahr der Festspiele den Jedermann, den Hofmannsthal schon erfolgreich auf die Bühne gebracht hatte, präsentiert. Das große Salzburger Welttheater, das er geschaffen hat und das dann fertig wurde 1922, basiert auf einem Stück des Barockdichters Pedro Calderón de la Barca. Hofmannsthal hat es ein bisschen umgeändert. Es ist im Grunde eine Allegorie auf das Menschenleben. Und es gibt also verschiedene Seelen, die dann einen Körper zugewiesen bekommen von dem großen Theaterregisseur, von Gott. Es gibt den Reichen, es gibt den König, es gibt den Bettler und es gibt den Bauern als Zentralfiguren. Und Hofmannsthal hat es ein bisschen abgeändert. Die Vorlage von Calderón de la Barca, der Bettler, ist nicht zufrieden mit seiner Rolle, die er einnimmt, und protestiert dagegen auf. Und wir hören jetzt einen kleinen Ausschnitt aus diesem großen Salzburger Welttheater, das im Übrigen schon in der ersten Spielzeit ein Flop war und dann nur noch mal 1925 in Salzburg auf die Bühne kam, in der Kollegienkirche, danach nicht mehr. Und dieser Bettler begehrt eben auf, er wird vom Bauern eingestellt, im Wald Holz zu hacken. Er hat eine Axt und mit dieser Axt bedroht er die anderen Mitwirkenden. Und danach eine kurze Replik von Karl Kraus, der überhaupt nicht einverstanden war mit dieser ganzen Entwicklung der Festspiele, mit diesem sehr katholischen, barocken, konservativen, was er dort glaubte sehen zu können. Und da in einer Kritik sich heftig darüber auslässt. Hugo von Hofmannsthal, der Bettler zum König. Ihr habt und ich hab nicht. Das ist die Red. Das ist der Streit und das, um was es geht. Ihr habt das Weib und habt das Kind. Und habt das Haus, den Hof und auch das Ingesind. Ihr habt das Feld und habt die Kuh und habt das Kleid und auch den Schuh. Und habt ein warm, satt Blut im Leib und habt die Zeit und noch den Zeitvertreib. Ihr habt den Tag und habt als zweiten Tag die Nacht mit Fackeln, Kerzen, Glanz und Pracht. Ihr habt den Wein und noch ein Lautenspiel zum Wein und habt das Ding und noch den Schein und habt das ganze Erdenwesen und noch das Buch, darin recht schön und faul zu lesen. Darin wird eure Welt beschmeichelt und bewitzelt, damit euch, was ihr habt, noch einmal traumweiß kitzelt. Das alles habt ihr. Und woher? Weil ins Gestohlene gebaut das Haus auf Bruders schmächtigem Verderbe. Nein, nein und dreimal nein. Jetzt hat's ein End. Ich brech in dein Geheg. Ein neuer Weltstand her. Ja, ich muss Ordnung machen. Das ist mir eingegeben. Ihr Dieb und Schänder alle miteinander. Euch geht's an den Balk. Vorhin, verreck mit im Straßengraben. Hab ich nichts gehabt, sollst du das Gleiche haben. Karl Kraus. Ich weiß ja nicht, ob eine Kirche noch geschändet werden kann, die während eines Weltkriegs das Walten des giftigen Gases gesegnet, nach ihm die Mutter Gottes mit der Kriegsmedaille dekoriert hat. Wenn aber
an dieser Kirche, aus der Gott schon ausgetreten sein dürfte, noch etwas zu schänden wäre, so dürfte es doch jener Altar sein, der den Herren Reinhard, Moisi und Hofmannsthal als Versatzstück gedient hat, damit sie an ihm etwas verrichten, was ein blasphemer Hohn ist auf alle Notdurft dieser Menschheit. So erkläre ich dir mit jener Feierlichkeit, die heute nur noch einem, der aus dieser Kirche austritt, ziemt, dass ich einst die jüdische Glaubensgenossenschaft, in die ich durch den leidigen Zufall der Geburt geraten war, verlassen habe, um mich nach einer Zeit der bequemen und nie genug gewürdigten Konfessionslosigkeit von einem Teufel in den Schoß der alleinselig machenden Kirche verführen zu lassen. Ich wurde Katholik und ich blieb es wunderbarerweise noch während des Weltkrieges, was sich aber der erklärenden Vernunft aus der einfachen Tatsache erschließt, dass man hierzulande, um eine Angelegenheit der Weltanschauung in Ordnung zu bringen, zum Magistrat gehen muss und ich, der bis in den Morgen zu arbeiten pflegt, die Amtsstunden verschlafe. Nun aber hat die katholische Kirche, die nicht fluchen, nur segnen konnte, zum Schaden den Spott gefügt, indem sie sich herbeiließ, das große Welttheater jenes Hofmannsthal aufs Repertoire zu setzen, der sich auf das Leid der Kreatur einen gottgefälligen Vers machen kann. Angesichts all dieser Umstände und weil ein Hauch von Calderon in gleicher Weise dem Salzburger Hotelgeschäft wie der Wiener Literatur zugute kommt und weil es der Fürst Erzbischof gewollt hat, dass Ehre sei Gott in der Höhe der Preise, sehe ich mich genötigt, aus der katholischen Kirche auszutreten. Nun werde ich also doch einmal früh aufstehen und zum Magistrat gehen müssen. Vielen Dank. Das war Karl Kraus. Hugo von Hofmannsthal und Max Reinhard sahen sich im Grunde von ersten Moment der Salzburger Festspiele an konfrontiert mit einem großen Antisemitismus. Es gab in der Presse Berichte, dass die Judenfestspiele in Salzburg abgehalten werden. Es gab Schmähbriefe und auch böse Schlagzeilen von dem jüdischen Schiebertum, das da in Salzburg Einzug hält. Dieser Antisemitismus gipfelte dann in der Tatsache, dass die Gemeinde Oberndorf, die wir alle kennen, weil es der Ort ist, an dem Stille Nacht, Heilige Nacht geschrieben und erst aufgeführt wurde, eine Gemeinde, die unweit von Salzburg liegt, sich entschlossen hat, ich glaube 1922 war das schon, jüdische Sommergäste nicht mehr zuzulassen. Und aus diesem Antisemitismus, den Hofmannsthal sehr deutlich spürte, heraus hat er dann Richard Strauss gebeten, die Präsidentschaft der Salzburger Festspiele zu übernehmen, weil er sagte, dass sie weder ihm noch Max Reinhard die antragen würden. Max Reinhard, den die Salzburger drei- und vierfach nicht verstehen, sie begreifen ihn nicht und sie verachten ihn, weil er zum einen Jude ist, zum anderen Schlossherr, zum dritten eben Künstler und zum vierten ein einsamer, scheuer Mensch, wie Hofmannsthal sagte. Man wundert sich, dass Stefan Zweig die ganze Zeit nicht bei den Festspielen irgendwie eine Rolle spielte.
Zweig selber hat nach dem Tod von Hofmannsthal durch Richard Strauss erfahren, dass der wiederum sich ausbedungen hatte, dass gegenüber Strauss und Reinhardt, dass Zweig nie zur Mitarbeit eingeladen würde. Obwohl Zweig Hofmannsthal, der 9 Jahre älter war, sehr verehrte. Aber wahrscheinlich gab es so eine Art von Rivalität und Neid, denn Zweig war sehr wohlhabend von Hause aus und sehr erfolgreich als Schriftsteller. Und Hofmannsthal hatte immer wieder auch Geldsorgen, musste eine Familie ernähren. So erklärt jedenfalls Friederike Zweig dieses schwierige Verhältnis. Zweig wurde dann aber doch gewonnen für die Festspiele, weil er eben ein großer Musikliebhaber war, Bruno Walter persönlich kannte und Arturo Toscanini. Und von Zweig hören wir jetzt zum Schluss einen kleinen Text über Salzburg und über diese barocke Kulisse, die Stadt als Rahmen. Zweig, der im Übrigen selber ja in Salzburg lebte, nachdem er 1919 sich dort ein Anwesen gekauft hatte, bis zur Emigration 1936. Stefan Zweig, die Stadt als Rahmen. Wäre nicht dies wuchtige Wahrzeichen der hohen Salzburg über ihr, man wüsste nicht zu sagen, wo die kleine, uralte Stadt beginnt und endet. Das ist ihr besonderer Reiz. Überall ist die harte Linie gebrochen, die Landschaft dringt mild in die Stadt und die Stadt wieder blättert sich fächerhaft aus in ihren Horizont der Wiesen und Berge. Diese Kunst des harmonischen Übergangs ist das Wunderbare und gleichzeitig das eminent Musikalische an Salzburg. Bergland und Flachland stoßen hier hart gegeneinander. Vom Süden wirft sich das mächtigste Massiv Europas, die Alpen, in drohendem Sturz heran und gerade über dem Tal hält wie mit einem ungeheuren Ruck die gebäumte Felswelle plötzlich inne. Alle Gegensätze hat sie so beieinander. Am Bahnhof, wo der Pariser Express und die Züge von Ost und West fremde Menschen herschütten, meint man in unserem Jahrhundert zu sein. Und 50 Schritte weit liegt ein stiller Kirchplatz, unberührt seit 500 Jahren alter Höfe mit altem Gespind und Gerät, schlafendes Mittelalter. Immer aber lösen sich diese Gegensätze harmonisch auf. Dies Geheimnis ausgleichenden Übergangs, diese Lösung von Dissonanz in Harmonie, ist aber ein Geheimnis der Musik. Man muss nicht erst auf Mozarts Heimathaus hindeuten, um zu bekräftigen, wie eminent musikalisch sie wird. Wie manche Menschen überschwebt eben auch manche Städte der Genius der Musik und gibt ihrer steinernen Hülle eine Schwingung, die jede Seele zum Tönen bringt. Hier müssen nicht Kulissen aus Pappe und Leinwand mühsam herangeschoben werden, um theatralischen Schein zu erzeugen. Hier ist Gasse und Hof, Kirche und Landschaft, selbst eine lebendige Kulisse und bewegter Rahmen. Vielen Dank für diesen Einblick in Ihr Programm, in Ihre Vortragsweise.
die, glaube ich, auch die Zuschauer hier in Oldenburg doch auch beeindruckt, ob dieses Wissens, aber auch ob das Vortrag selber, der Stimmen lebendig werden lässt, die scheinbar lang vergangen sind, die, wenn man sie in Texten einfach liest, nicht diese Wirkung entfalten, die sie im freien Wort, im gesprochenen Wort entfalten. Also vielen, vielen Dank. Und es sind jetzt alle Stimmen gewesen, denen Sie das Wort verliehen haben, jüdische Autoren. Stefan Zweig, Hofmannsthal, Max Reinhardt als Regisseur, Karl Kraus, zum Teil zornige Stimmen, zum Teil wie am Ende jetzt bei Stefan Zweig Stimmen, die die Harmonie suchen, in der Gegend, in der Landschaft, die im Grunde wie Stefan Zweig ja auch ganz spät erst merken, dass die Harmonie nicht mehr funktioniert, dass man sozusagen packen muss, auch wenn man eigentlich nicht möchte. Ja. Also, wenn man ein Mensch des Ausgleichs ist, der Harmonie. Alle diese Stimmen werden vor allen Dingen groß blühen auf in den 20er Jahren, in der Zeit der Republik. Das ist ja auch nicht zufällig. Josef Roth, der später wieder Monarchist wird, aber eigentlich Mann der Republik auch ist, des freien Feuilletons. Und das bringt mich dazu, weil Ihr Programm ist ja eines, was im Kern auch politisch ist, was die Republik, die Demokratie als eine Errungenschaft des 20. Jahrhunderts in Mitteleuropa als etwas sieht, das auch das jüdische Leben möglich gemacht hat, den jüdischen Künstlern, Wissenschaftlern überhaupt einen Zugang in die Gesellschaft erstmals in diesem Umfang auch gestattet hat. Und von daher ist es auch, glaube ich, kein Zufall, dass Sie neben dem Jüdischen, der Kritik des Antisemitismus seit diesen Jahren auch als politische Kulturtragende auftreten, die in dem Sinne immer einen Akzent auf Demokratie wagen, wie Ihr Programm auch einmal hieß, legen und in dem Sinne auch, glaube ich, doch als eine Hauptfigur durch Ihre gesamte Arbeit mit Illusion Between Two Continents Erwin Piscator ist, der Mann des politischen Theaters, der nicht zufällig in diesen 20er Jahren der Weimarer Republik in Berlin seine ersten Erfolge feierte. Da würde ich gerne noch in der verbleibenden Zeit mit Ihnen drüber sprechen. Herr Lahr, Sie haben auch schon in Oldenburg öfters gesprochen über Erwin Piscator. Wir werden heute Abend noch mal im Seminar auch sprechen. Mhm. Das politische Theater der 20er Jahre, können Sie einen Satz dazu sagen? Bei Piscator war es wirklich eine Reaktion auf sein Erlebnis des Ersten Weltkrieges. Dieses totale Erschüttertsein und Traumatisiertsein im Grunde von dem, was er in den Schützengräben erlebt hat. Und daraus kam er zurück und sagte, also diese ganzen Werte, die uns bis dahin vermittelt worden sind, die gelten nicht mehr, die können keine Geltung mehr haben, sondern wir müssen irgendwie nach neuen Werten suchen. Und vor allen Dingen müssen wir uns politisieren und versuchen, politisch auch Veränderung zu schaffen. Und er hat tatsächlich ja angefangen mit Agitprop, er hat proletarisches Theater gemacht und ist dann relativ schnell auch in Berlin in die bürgerlichen Gegenden gekommen, hat zum Schluss, nachdem er bei der Volksbühne rausgeschmissen wurde oder es zum Krach kam, sein eigenes Theater am Neulendorfplatz eröffnet. Das war eine ganz bürgerliche Gegend und natürlich musste er auch bürgerliche Leute gewinnen und wollte die auch gewinnen für seine Überzeugungen und hat dort eben spektakuläre Aufführungen gemacht, die aber alle irgendwie versucht haben, die Wirklichkeit zu brechen und dadurch sozusagen politisches Bewusstsein, kritisches Hinterfragen beim Zuschauer zu wecken. Das war für ihn im Grunde eine ganz wichtige Sache, die Zuschauer zu aktivieren, nicht bloß passiv da zu sitzen und Illusionstheater sozusagen zu genießen und dann wieder nach Hause zu gehen, sondern durch die Theateraufführung, durch die Themen, die er dort auf die Bühne brachte und durch die Art, wie er das als Regisseur produziert hat, Menschen im Publikum zu bewegen, politisch aktiv zu werden. Und dann gab es andere Schwierigkeiten, finanzielle Schwierigkeiten, die er hatte, schließlich auch schon die aufkommenden Faschisten damals, die vielfach seine Aufführungen gestört haben, die in der Presse, die ihm zur Verfügung stand, schon gegen ihn polemisiert haben. Und er ist dann nach Moskau gegangen, hat eine Einladung angenommen, einen Film zu drehen
und musste von da dann, als die Nazis letztlich an der Macht schon waren, ins Exil gehen und kam dann eben, auch das noch ein Bezug zu Salzburg, kam nach Salzburg und hat dort seine zweite Frau Maria Ley damals noch kennengelernt, Maria Ley Piscator später, die für ihn dolmetschte, weil er einen Regisseur und Theatermann aus Frankreich treffen wollte, René Lernormand. Piscator kein Französisch sprach, der Lernormand kein Deutsch und Maria dann eben dolmetschte. Und am Abend haben beide sich wieder getroffen auf Schloss Leopoldskron bei Max Reinhardt bei einem Bankett und haben dann also bis lange in die Nacht erzählt und sich verliebt und sind dann gemeinsam nach Paris gegangen und von dort nach New York. Das ist interessant. Und dann ist er ja dann ins Exil gegangen. Aber da haben Sie auch schon mal hier in Oldenburg darüber gesprochen, ging er nach dem Krieg, nach einigen Jahren zurück, weil es auch in den USA für ihn sehr schwierig war, Fuß zu fassen. Genau. Und ist dann nochmal nach langem Zögern, nach langen sozusagen Schwierigkeiten durch Willy Brandt in Berlin auch zu einem der wichtigsten Regisseure geworden. Rolf Hochhuth, der Stellvertreter, auch an Jaspers Bezug, die Ermittlung von Peter Weiß, wichtige Aufführungen. Und ist dort auch dann, glaube ich, 67 oder? Er ist 66 gestorben, nachdem er 4 wirklich bahnbrechende Uraufführungen gemacht hat. Sie haben es erwähnt, der Stellvertreter von Rolf Hochhuth, der im Grunde das Schweigen der katholischen Kirche thematisierte und letztlich versuchte, auf diese Weise ein Nachdenken über den Holocaust in der gesamtdeutschen Gesellschaft in Gang zu setzen. Und das ist ihm auch gelungen dadurch. Ein Stück, das viele für unspielbar gehalten haben, das er so gekürzt hat, dass es dann tatsächlich auch spielbar wurde. Dann die Ermittlung über die Frankfurter Auschwitz-Prozesse, dann ein Stück über die Atombombe und die Wissenschaft und die Kompromittierung der Wissenschaft, die sich in den Dienst sozusagen der Macht stellt. Im Falle Josef Oppenheimer hieß dieses Stück von Rainer Kipphardt. Und schließlich über den Aufstand der Offiziere, also 20. Juli 1944, der Versuch des Hitler-Attentates, der missglückt ist. Und kurz danach ist er dann in Starnberg in einem Sanatorium an Nieren- und Gallenversagen gestorben. Viel zu früh. Er war eben 3 Jahre oder 4 Jahre nur Intendant der Freien Volksbühne in West-Berlin. Aber hat in diesen 3 Jahren enorm viel bewegt und im Grunde seine Form des politischen Theaters dann adaptiert auf die neuen Verhältnisse in der Bundesrepublik. Es war dann eben nicht mehr dieses polemische und marxistisch geprägte am Anfang revolutionäre Theater, sondern das, was Theaterwissenschaftler dann später Dokumentar- und Bekenntnistheater genannt haben. Also ein Bekenntnis wirklich zur Menschlichkeit, zur Demokratie, zu den Werten, die in unserem Grundgesetz festgeschrieben sind. Und ein Nachdenken über all das, was uns trennt, Antisemitismus, unaufgearbeitete geschichtliche Sedimente sozusagen, die uns im Weg stehen, wirklich in dieser Menschlichkeit auch zu leben. Aber der Stellvertreter hat ja eben uns, meine Generation, sehr bewegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war für mich der Aufruf, Protest gegen das, was bestand, gegen die sogenannten geplanten Notstandsgesetze. Wir haben uns eingesetzt für die freie Universität, dass wir freie Gebühren hatten. Wir haben uns für mich war das erste Mal, dass ich auf die Straße gegangen bin. Wir sind brave Studenten gewesen, mit blauem Pullover, weißen Kragen rausguckend. Im Grunde, wir waren auf der Straße, haben für unsere Rechte uns eingesetzt, haben gegen den Antisemitismus gekämpft. Und da weiß ich noch ganz genau, wie wir in der Schellingstraße vor dem Bild-Zeitungsgebäude standen und protestierten. Und zum ersten Mal kam die Polizei an mit einem Wasserwerfer und wir wurden alle bespritzt mit Wasser. Ich fand das so demütigend, dass unsere Demokratie so bekämpft wurde. Und das war der Aufruf für mich, im Grunde genommen, politisches Theater zu machen. Wir haben eigene Stücke geschrieben, wir sind auf die Straße gegangen. Das war, ich bin dann mit einem Menschen, einem Regisseur zusammen, habe ich gearbeitet, der abgespaltet war vom Antitheater, was der Fassbinder machte. Das war ihm zu radikal oder zu demagogisch. Und das war eine wirklich aufbrechende Zeit. Es ist ja auch spannend, dass in dieser Zeit mit Hochhuth
auch der alte Jaspers, der 83 Jahre war, nochmal genau in der Weise, wie Sie es beschreiben, sich der Jugend anschloss. Mhm. Freude, das sind junge Leute, die protestieren, die diese Gesellschaft, die das, was passiert ist, nicht anerkennen will, aufbrechen. Ja. Mhm. Dass er mit 83 Jahren dieses berühmte Gespräch auch mit dem Spiegel führt und in dem Sinne Notstandsgesetzgebung, ja. Eine Stimme ist mit 83 Jahren, die hier in Oldenburg auch interessant, bestimmt jetzt nicht so gern gehört worden ist damals, eigentlich jemand ist, der doch ein Aufrührer wurde auf seine alten Tage hin, politisch so engagiert, ehemals nie Spiegel las, auf einmal Spiegelleser wurde, aufgrund dieser notwendigen Aufklärung und Enthüllung über die jüngste Geschichte und diesen jungen Stimmen auch selber sozusagen Mut gab. Also Hochrot war beim Besuch. Ja. Und ich hatte großes Glück, dass ich im Haus lebte, wo Frank Arnau lebte. Wer war Frank Arnau? Frank Arnau war ein großer Schriftsteller, der sich sehr damit beschäftigte, mit der Aufklärung im Dritten Reich, der aus Brasilien zurückgekam, aus seinem Exil. Und bei ihm ging unten zu Hause ein Wiesenthal-Bauer, der kam aus Frankfurt ihn besuchen, der kümmerte sich um die Prozesse. Er war ein Mensch, der Prozesse wieder aufrollte, die alle irgendwie im bürgerlichen Sinne die Menschen verurteilten, aber im Grunde genommen das Recht nicht stimmte. Also es ist ein anderes Thema wiederum. Aber ich lernte bei ihm diese Leute alle kennen. Wiesenthal lernte ich dort kennen. Das habe ich gar nicht gewusst, dass es einen Menschen gab, der sich darum kümmerte, die Menschen zu finden, die die Juden umgebracht haben. Vielleicht können wir an der Stelle nochmal, das fände ich jetzt wichtig, auch zum Ende des Gesprächs, auf New York nochmal kommen. Sie haben vom Anfang des Gesprächs von Maria Leigh-Piscator gesprochen, die Sie kennengelernt hatten. Sie haben dann in den ersten Jahren Ihres Theaters in New York den Piscator Award ins Leben gerufen. Ja. Eine wichtige Institution Ihrer Tätigkeit bis heute. Vielleicht können Sie nochmal, Herr von Leigh-Piscator, da einen Satz zu sagen, was das für Ihre Kulturarbeit in New York bedeutet? Für mich war das ganz wichtig. Ich lernte Maria kennen. Ich sah die Maria in ihrer Hoffnungslosigkeit. Da war keine Einladung aus Deutschland für den Piscator. Der Piscator war gestorben. Da gab es keine Straße, gibt es bis heute nicht in Berlin für ihn. Nichts passierte. Marias Bemühungen liefen alle im Sand. Und endlich war mal wieder eine Ausstellung von dem Intendanten der Volksbühne damals gemacht. Das war 1985, glaube ich, oder 86 oder sowas. Das war nach langen Jahren mal irgendetwas. Und das hat mir wehgetan, dass es für Piscator nichts gab. Und da habe ich gesagt, es muss ein Preis nach ihm benannt werden. Ja. Dann habe ich gesagt, wir gründen den Piscator Award. Das war mir ein Bedürfnis, das Leben, die Erinnerung an Piscator durch diesen Preis wachzurufen. Und den haben seitdem die Crème de la Crème des amerikanischen und auch internationalen Theater, Joshua Strehler, Zadek, die haben all den Preis bekommen und ihn gerne angenommen. Können Sie uns sagen, das ist ja auch hochinteressant für unsere Zuschauer, wie läuft so eine Preisverleihung in New York ab? Wer hat mir das vorstellen? Wo findet die statt? Was passiert da? Ja, die Preisverleihung findet natürlich jedes Jahr statt. Ganz am Anfang hat sie im National Arts Club stattgefunden. Dann für eine kurze Zeit sogar unter einem Direktor. Direktor Norbert war das, der das als sehr gut sah, dass so viele Menschen ins Goethehaus kamen. Der hat uns das Goethehaus zur Verfügung gestellt für die Preisverleihung. Leider gab es einen neuen Direktor danach, der eben dann dafür Geld haben wollte von uns. Da habe ich gesagt, was? Das war's eben. Dafür sollen wir Geld bezahlen, dass man eben so viele Menschen euch ins Haus bringt. Dann sind wir in den Lotus Club gegangen. Dort gibt es jedes Jahr ein Essen. Das ist ein renommierter Club an der Fifth Avenue. Also ein literarischer Club ist das mit einer Elite dort drin. Und da sind wir drin und da gibt es um 12 Uhr diesen Empfang. Anschließend setzt man sich zum Mittagessen hin mit der Crème de la Crème wieder. Das ist nicht wunderbar, wer da alles kommt, im Grunde genommen, wen wir da alles haben. Ich möchte jetzt gar nicht ein Name-Dropping machen. Aber es ist auch eine Form des Fundraisings ein Stück. Das ist auch Fundraising, ne? Ja. Das ist für Elysium auch eine große Unterstützung, dieser Preis. Das heißt, das kulturelle New York kommt da auch zusammen und auch mit Leuten, die durchaus
bereit sind, weil sie finanzielle Ressourcen haben, was in die Kulturarbeit zu stecken, was zu geben. Ja, genau. Also das ist, oder diese, da sind ja Leute, ich kann Ihnen sagen, ich wollte ja diesen, der Michael hatte diese wunderbare, die Musik aus Theresienstadt. Mhm. Da gibt es ein Stück für Klavier und Rezitation. Mhm. Das ist ganz einfach zu machen. Aber er kam dann mit der Oper Kaiser von Atlantis an. Wunderbar. Noch nie in Amerika aufgeführt oder in New York in dem Sinne. Ja, da habe ich gesagt, das machen wir. Das machen wir. Das ist eine so fantastische Oper. Eine so fantastische Musik. Das muss aufgeführt werden. So, alle haben Nein gesagt. Keiner wollte mir Geld geben, weil ich bin ja auf der Suche nach Geld gewesen. Ich brauchte weit über 100.000 dafür. Hatte inzwischen Verabredungen mit dem Miller Theater von Columbia University und dem Guggenheim Theater. Das heißt aber, wir müssen auch Gelder mitbringen und das in der Vorproduktion, die Probenräume, all das. Also das ist eben alles anders dort, als man sich das hier vorstellt. Und dann? Auf jeden Fall habe ich dem Kanzler Kohl geschrieben. Und der Kanzler Kohl hat mir 10.000 Euro Deutsche Mark geschickt damals. Das vergesse ich ihm nie. Und hat geschrieben, sagen Sie jeden, dass Ihnen der Kanzler das geschickt hat. Aber es hat nichts genützt. Leider nichts genützt. Es kamen keine Gelder von den Banken an. Und dann war ich eingeladen. Bei einer Familie, Freunde haben mich eingeladen mit Michael zusammen in Südfrankreich ein paar Tage Urlaub in deren Haus zu machen. Wir waren in Südfrankreich in deren Haus und oberhalb von diesem Ort wohnte die Familie Kellen, die auch Deutschland verlassen mussten mal. Und die hatten uns zum Mittagessen eingeladen. Ich kannte sie schon sehr lange und ich habe sie nie um Geld gefragt, weil sie eben so schon viel geboten haben. Und dann waren wir dort eingeladen. Er fragte mich, was wir vorhatten. Und ich erzählte ihm von dieser Oper. Und er fragte mich, warum ich diese Oper aufführen möchte. Und er sagte, für mich ist es so, jemand, der im Konzentrationslager so eine wunderbare Arbeit schreibt, der muss sich mit dem Tod sich beschäftigt haben. Der muss keine Angst vor dem Tod, die Akzeptierung des Todes. Denn der Tod war täglich da. Und der hatte keine Angst, der schrieb diese wunderbare Oper. Und das fand er so toll. Ohne Akzeptierung des Todes haben wir kein Leben. Das war meine Einsicht für diesen Moment. Und so war es auch. Und dann sagte er zu mir, nachdem Michael mit seiner Frau im Rosengarten spazieren gegangen war und er mich immer wieder fragte, und ich dachte, wird er jetzt schon so alt, dass er das nicht mehr, dass er es immer wieder vergisst? Er wollte immer wieder hören, ohne Akzeptieren des Todes haben wir nicht das Leben. Und dann kamen die beiden zurück und dann sagte er zu seiner Frau auf Berlinerisch, Mutti, komm mal raus. Dann Was machte Mutti? Dann kamen die beiden zurück und dann sagte er zu mir, Grigori, wir beide haben heute großes Glück. Weißt du warum? Du machst die Oper, du bist ein Idealist. Ich zahle die Oper, ich bin ein Realist. Und so ist die Oper auf die Bühne gekommen. Herrlich. Ich danke diesem Familie Kellen so sehr dankbar dafür, dass er diese Möglichkeit... Und er hat die Oper nie gesehen. Die wussten ganz genau, dass sie zur Premiere, wenn wir die Premiere hatten, wieder in Südfrankreich in Urlaub sind. Aber Sie haben mir ein gutes Stichwort nochmal gegeben, Herr von Leites. Der Dank. Ja. Ich glaube, es ist nicht zufällig, dass auch Ihnen viele Leute danken, Ihnen beiden für Ihre Arbeit. Sie haben im Jahr 2006 in Deutschland einen großen staatlichen Dank erhalten, das Bundesverdienstkreuz. Und Sie haben, glaube ich, auch kein Zufall, vor wenigen Jahren von Österreich, dem Staat Österreich, einen Dank erhalten, eine Ehrung, kann man sagen, für Ihr Lebenswerk, ein Kreuz für Kultur und Wissenschaft. Vielleicht können Sie das noch mal ein Stück, wie es dazu kam, was das bedeutet für Sie und für Ihre Arbeit, uns zum Abschluss des Gesprächs andeuten, weil ich glaube, es ist doch beeindruckend, dass Sie auch mit staatlichen Stellen, Österreichs Kulturforum in New York zusammenarbeiten, andere Stellen, Botschaften. Ich bin den Österreichern sehr dankbar. Ich habe, dieses Land habe ich erkannt für mich sehr früh und ich glaube, wir haben einander gut erkannt, dass Kultur ein so wunderbarer Botschafter ist für die
Kultur des Landes in einem anderen Land. Das Land, die Österreicher haben die Möglichkeit mir gegeben, solche Leute wie Turini, Mitterer, kein Mensch weiß sogar in Deutschland manchmal, wer die Leute sind, die alle zur Aufführung zu bringen. Problemstücke, die haben mir geholfen bei allen, bei ganzen Serien. Wir haben eine Serie mit denen gehabt, Lesungen und Diskussion von Stücken, also nicht aufgeführte Sachen. Also ich finde eben immer großartig, wenn ich zum Beispiel, jetzt zum Beispiel Michael Lahr kam jetzt wieder an mit einem großartigen Projekt. Der hat festgestellt, dass wir ein Foto in unserem Besitz haben, wo vor 100 Jahren eine Komponistenkonferenz stattfand. Großartiges Foto ist bei uns gelandet. Ich habe es geschenkt bekommen von der Tochter von Egon Lustgarten, dem Komponisten, den auch wieder keiner kennt. Aber ich habe seine Erstaufführung in Deutschland gemacht und dann in der Carnegie Hall. Und Michael kam mit dieser Idee, da müsste man ein Projekt draus machen. Da sind 6 Komponisten drauf, die ins Exil gehen mussten. Und schon hat er wiedergefunden, wunderbare Musik. Das heißt, Sie gehen dann in die Archive und gucken und sprechen mit Leuten. Ja, er ist der Mann. Also er ist wirklich wie mit einer Spürnase, guckt er da hinterher und kam da mit diesem tollen Programm an. Da dachte ich, Gott im Himmel, woher kriegen wir wieder dieses Geld? Woher kriegen wir die Aufführungsorte? Ich habe dem Österreichischen Kulturinstitut in New York die Bitte vorgetragen und schon haben wir die Daten. Im Oktober wird dort die Aufführung stattfinden. Wunderbar. Und das ist es eben, was ich mit meinem, ich schreibe der Leiterin der Kulturabteilung im diplomatischen Dienst von den Österreichern, das ist übrigens eine Schwägerin von Thomas Hampson, schreibe ich, dass wir dieses Programm haben, sagt sie, da werden wir uns drum kümmern. Das heißt, es ist auch ein ganz wichtiger Punkt, auch mit diesen staatlichen Stellen der Kulturvermittlung verbunden zu sein, ökonomischen Privatleuten, aber auch staatlichen Stellen, sodass Sie beide solche Programme machen können, auch dann Ehrungen erfahren von staatlichen Stellen. Also Sie haben uns heute hier einen Eindruck gegeben von einer Kulturarbeit, die stimulierend wirkt und die vor allen Dingen auch, und das war mir sehr wichtig, auch im Mittelteil unseres Gespräches, durch den Vortrag, dass diese Inhalte von scheinbar vergessenen, wichtigen Stimmen auch durch den Vortrag in intimen, kleinen Runden ganz entscheidende Resonanz auch bewirken können in unserer Zeit. Und gerade die Emigranten, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja, wie ich die Theaterkompanie geleitet hatte, auf einmal haben die Emigranten die Theaterkompanie fast übernommen, sage ich immer. Mittwochs kamen die einfach an, ohne dass ich das mit ihnen besprochen hatte, mit kleinen Gebäckteilen. Das ist aber auch ein Bedürfnis da. Die trafen sich alle. Mhm. Das war für sie einfach mal Heimat geworden. Die Witwe von Oskar Maria Graf kam an, die Mimi Grosbeck, wie sie alle hießen. Das war eine tolle Atmosphäre auf einmal. Ich lernte von den Leuten. Ich hatte was, das habe ich ja gar nicht kennenlernen können, was sie mir alles beibringen konnten. Das war es eben. Das ist ein Punkt, die Bewahrung sozusagen dieses Erbes, das Wiederlebendigmachen, das, was wir versuchen durch unsere Programme. Und ein zweiter ebenso wichtiger Punkt ist dann eben, zu sehen, was wir heute aus diesen Texten und auch aus der Kombination von Texten, wenn wir so Programme machen wie Demokratie verteidigen oder Hass ist ein Versagen der Fantasie, was wir für uns heute für eine Botschaft daraus entnehmen können. Denn die Probleme begegnen uns auf neue Art ja wieder und wir können sozusagen dieses Material der Kunst nutzen, um daraus für uns heute Lehren zu ziehen. Und das ist eigentlich das Anliegen unseres Elysiums. Herr Lahr, ein wunderbares Schlusswort für dieses sehr, sehr schöne Gespräch. Herr von Lechtes, vielen Dank, dass Sie beide hier auch anwesend waren in Oldenburg. Ich danke Ihnen wirklich. Kommen Sie bald wieder nach Oldenburg. Ja. Ihnen zu Hause auch einen schönen Nachmittag, noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.